Moin Moin, grüße euch hier zurück auf der Frühling 2023. Ich bin der Spanky und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Am Ende der letzten Folge habe ich mir schon den Case geschnappt und wollte zum Händler fahren und den Flug unter anderem verkaufen. Aber ich denke, wenn man den Flug verkaufen möchte, sollte man ihn eventuell auch mitnehmen. Wäre wahrscheinlich besser. Genau, so, dann fahren wir jetzt einmal schnell hin zum Händler, verkaufen den Flug und holen noch eben den Tiefenlocker ab. Den haben wir beim letzten Mal schon gekauft. Ich hoffe, dass ihr beim letzten Mal auch mit dabei gewesen seid. Wenn nicht, schaut gerne nochmal in die Playlist und findet ihr dann alle verpassten Folgen. So, dann müssen wir nämlich eben die Felder noch durchpflügen. Also lockern. Und dann können wir ansehen. So, wo haben wir es? Hier ist, glaube ich, die Interaktionsmenü. Flug. Lackieren. Gut, machen wir ein paar Euro mehr dann für. Okay. Ja, im Sommer hat uns jetzt, glaube ich, der Tiefenlockerer ein klein bisschen mehr gekostet. Aber dafür haben wir auch doppelte Arbeitsbreite. Mal schauen. Das sieht doch gut aus. Kurz ein Screenshot. So. Und weiter geht's. Genau, wir müssen alle Felder einmal umkrempeln. Das heißt, wir können eigentlich gleich auf Feld 11 los. Genau, hier ist Einbahnstraße, geht es aber auch nicht sinnvoll weiter. Hier müssen wir, glaube ich, lang. Jo, das sieht gut aus. Kurzer Blick auf die Karte. Wisst ihr was? Bevor wir jetzt hier anfangen, lassen wir mal ganz kurz zur Imkerei schauen. Mich jetzt ja mal, inwiefern die Palette ist noch nicht so ganz voll. Wie Liter haben wir da jetzt? 336. Ja, 400 Liter passen hier, glaube ich, rein in so eine Honigpalette. Das heißt, wir müssen die Palette dann auch rechtzeitig wieder runterholen vom Trigger. Sonst wird kein weiterer Honig produziert. Arbeitsbreite anpassen. So sollte es stimmen. So, einmal das Ganze senken und ab geht die Post. Jo, das sieht doch gut aus. Tempomat rein. Und dann schauen wir doch mal, was er hier oben sagt. Ah, der äußerste Streifen, der hat irgendwie keinen Kalk angenommen. Beim nächsten Mal vielleicht, wenn wir es zurückgefügt haben. So, und wir haben den Gegrubbert-Status danach. Sieht man auch in der Textur, also es ist nicht wie nach dem Flug. Das ist letztendlich die Flugtextur ist. Sondern ist wirklich ja gegrubbert dann. Sehr schön. Dann können wir danach direkt, denke ich, anfangen anzusehen.
sehen wir an. Das machen wir natürlich dann mit Dünger direkt. Ich glaube zumindest, dass unsere Sämaschine das kann. Haben wir hier von Valtra eine. Ja genau, die kann auch Dünger. 4,3 Meter Arbeitsbreite. Ich denke, das sollte ganz gut hinkommen. Ja, diesmal haben wir natürlich auch die Wiese, die wir einmal neu machen wollen. Haben wir natürlich jetzt nur einmalig. Und danach müssen wir sie noch abmähen und entsprechend immer wieder düngen. Also, das Düngen können wir eigentlich auch mit dem Striegel drüber. Schauen wir da mal. Ich weiß gar nicht, ob ich schon Striegel habe. Ich glaube nicht. Nein. Ah gut, aber das kann man ja ändern. Wir sind ja hier lange dabei. Und dass wir einen Striegel haben, legen wir Düngestreuer einfach rüber. Und Ziel ist natürlich auch, dass unsere Kühe irgendwann so viel Mist an Gülle produzieren, dass wir auch das Fett aufs Feld bringen können. Dann brauchen wir gar nicht mehr so viel Dünger. Das ist dann schon ganz gut. Dann können wir so richtig hier einen auf Biobauern machen irgendwann. Müssen wir mal schauen. Aber wir haben ja Zeit. Das heißt, alles nach und nach. Wir müssen ja nicht alles in den ersten 10 Folgen hier abhandeln. Dafür ist es auch viel zu schade auf der Map. Wenn wir so viel zu entdecken machen. Wunderbar. So, weiter geht's. Ja, und Diebengrubbern ist natürlich jetzt auch für euch nicht die allerschönste Tätigkeit, denke ich, zum Zuschauen. Gerade mit der Arbeitsbreite. Aber weil es hier schneller geht als gedacht. Aber ja, wie beim letzten Mal beim Kalken, werde ich hier jetzt wieder so machen. Ich gehe mal kurz in den Zeitraffer und danach hören und sehen wir uns wieder.
interrupt me and I interrupt you. A shame. When did we start losing and stop giving? I remember I gave it time, 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 all of my time, time, time. Wir sind noch nicht ganz durch mit dem tiefen Lockern bzw. Flügen. Aber das macht ja nichts, das mache ich eben bis zur nächsten Folge fertig. Und ja, euch verabschiede ich hiermit. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Ein Abo wäre auch nicht schlimm. Würde mir extrem gut tun. Euch nichts kosten. Hat für beide Seiten eigentlich nur Vorteile. Daher bis zum nächsten Mal. Bye, bye.